Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute mache ich einen Zwetschgenkompott, einen russischen Zwetschgenkompott. Und zwar wird er als Getränk gereicht. Er ist etwas süß, ja, und den kann man gerne auch mit Wasser aufgießen oder mit Sprudelwasser als Schorle oder auch gerne so trinken, wie jeder halt mag. Probiert es mal aus, es schmeckt super lecker. Man kann es mit jedem Obst eigentlich machen. Von Pfirsichen bis Kirschen und Erdbeeren und so weiter. Also, was brauchen wir hierfür? Eigentlich brauchen wir größere Gläser für den Kompott. Die habe ich jetzt leider nicht mehr. Die sind alle aufgebraucht. Aber das ist überhaupt gar kein Problem. Für kleinere Portionen ist das immer eigentlich ganz gut. Dann geht es auch nicht so schnell kaputt. So, ich habe jetzt hier ein Glas und in dem Glas sind ein Drittel Zwetschgen. Jeweils immer ein Drittel. Und dann geben wir Zucker hinzu. Wie viel Zucker geben wir hinzu? Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie süß mögt ihr es? Mögt ihr es etwas süßer oder sind die Zwetschgen recht sauer? Dann solltet ihr ein klein wenig mehr Zucker nehmen. Ich habe jetzt hier pro Glas fast die gleiche Menge auch Zucker. Ein klein wenig weniger. Also ich gebe jetzt hier 1, 2, 3, 4 Löffel rein und werde dann überall jetzt mit Zucker verteilen und den Rest mit Wasser aufgießen. So, ich habe jetzt in jedes Glas genauso viel Zucker reingemacht, wie jetzt die Früchte sind. Einmal schütteln. Ja, so. Jetzt wird das Ganze mit kochendem Wasser aufgegossen. Den Backofen habe ich jetzt auf 100 Grad vorgeheizt. Jetzt kommt das Ganze dann für etwa 120 Minuten bei 100 Grad in den Ofen, damit es komplett steril ist und damit es komplett auch keimfrei ist, damit es haltbar bleibt. So, das Ganze wird jetzt einmal hier rumgerührt und der Deckel verschlossen. Hier habe ich schon ein Blech vorbereitet, ein Backblech mit einem Handtuch und Wasser. Und das Ganze wird jetzt verschlossen. Ja, so verschlossen und hier auf das Blech gestellt und ab in den Ofen damit. Und dann habt ihr leckeren Kompott, den man dann wunderbar trinken kann. So, meine Lieben, so sieht der Kompott nach 2 Wochen aus. Den kann man jetzt wunderbar trinken. Ich habe das Glas natürlich schon jetzt nochmal geöffnet vorher. Und jetzt machen wir das Glas schön rein mit ein paar Eiswürfeln und ein bisschen Sprudelwasser. Die Zwetschgen kann man natürlich essen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.